Sparky ist ein Mischling, ein Schäferhund-Labrador-Mix. Ein kräftiger Vierbeiner mit großem Selbstbewusstsein. Eigentlich ein ganz liebes Tier. Kommentare, die Kynopädagogin Gabi Heck von hilfesuchenden Hundebesitzern immer wieder hört. Dass der Mischling nicht ganz so nett ist, zeigt schon die erste Begegnung. Die Trainerin wird von Sparky aggressiv angeknurrt und verbellt. Eine Revierverteidigung, die aber auch auf eine ungeklärte Rangordnung schließen lässt. Nadja und Jörg Schiffers sind verzweifelt. Zwar ist Sparky ihnen gegenüber nicht aggressiv, dafür aber umso dominanter. Er braucht nur wenig Zeit, um sich zu orientieren, dann bestimmt er, wo Herrchen hinzugehen hat. Das merken wir also, dass die Macken von dem immer extremer werden und wir selber kommen kaum noch mit dem zurecht selber. Und deshalb wollen wir jetzt die stationäre Ausbildung machen. Macken, davon hat Sparky leider gleich mehrere. So wird jeder Spaziergang mit ihm zur Qual, weil er extrem an der Leine zieht. Nadja traut sich mit ihm überhaupt nicht mehr auf die Straße. Sie kann den kräftigen Vierbeiner nicht halten. Jeden Fremden springt er an und ganz schlimm wird es, wenn er andere Artgenossen entdeckt. Dann muss Jörg seine ganze Kraft aufbieten, um den triebstarken Sparky überhaupt noch zügeln zu können. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Rangordnung innerhalb der kleinen Familie nicht geklärt ist. Ein Versäumnis in der Erziehung und ein Problem, das mit zunehmendem Alter schwieriger zu lösen ist. Er ist jetzt ein erwachsener, junger Hund zwar, aber das zeigt sich in Aggression. So, und das wird sich natürlich im Laufe der Jahre nicht von alleine erledigen, sondern es muss geändert werden. Und jetzt, also je jünger ein Hund ist, umso weniger hat sich das Problem natürlich gefestigt. Und einfacher ist es, aber es ist kein Problem, einen Hund auch im hohen Alter umzuerziehen. Aggressivität anderen Vierbeinern gegenüber, dafür kann es verschiedene Ursachen geben. Oft hat der Hund negative Erfahrungen mit Menschen und Tieren falsch verknüpft, ist triebhaft oder hat eine ganz niedrige Reizschwelle. Ein Fehlverhalten, das korrigiert werden muss. Ansonsten wird Sparky immer dominanter. Neuerdings die Aggressivität halt anderen Menschen gegenüber, insbesondere fremden Männern gegenüber, wenn die ihn anfassen wollen, da fängt er schon mal an zu schnappen. Gabi Heck soll Sparky jetzt in einen verkehrssicheren Begleit- und Familienhund verwandeln. Sie nimmt sich ausreichend Zeit, um möglichst viele Informationen über den Vierbeiner und seine Probleme zu sammeln. Diese Theoriestunde hilft ihr bei der Einschätzung des Hundes, aber auch der Beurteilung von Nadja und Jörg. Der temperamentvolle Rüde wird 4 Wochen zur stationären Ausbildung in der Hundeschule Heck bleiben. Eine Zeitspanne, in der die beiden Tierliebhaber von Gabi Heck ein echtes Wunder erwarten. Ein ruhiger, ausgeglichener Hund, der aufs Wort hört. Also das wäre schon optimal. Mehr wollen wir gar nicht. Ja. Jörg bringt den Hund in seinen Zwinger. Nach Ablauf der 4 Wochen absolvieren er und Nadja ebenfalls ein 5-tägiges Training. Auch sie müssen umlernen, damit Sparky sie künftig akzeptiert. Sie werden neue Verhaltensweisen, Kommandos und Umgangsformen üben. So ist gewährleistet, dass die Korrekturerziehung sich bei Sparky auch tatsächlich festigt und er der nette Familienhund bleibt, den sich Nadja und Jörg wünschen. Sparkys Verwandlung zum freundlichen Vierbeiner, mehr in unserer nächsten Folge.